Okay, weiter geht's. Und wenn ihr im Hintergrund Musik hört, tut mir leid, das ist tamilische Musik und meine Eltern hören das gerne. Scheiße, das tue ich. Ganz ehrlich, meine Gebrüder machen das immer so dreckig. Mann, oh Mann. Okay, Hafen. Sehen wir uns das mal an. Geiler Hafen. Und wenn ihr wirklich im Hintergrund Musik hört, das tut mir leid, deswegen rede ich jetzt auch dazwischen. Weil ich muss kommen. Sharp, was denkst du? Da müssen wir wohl reingehen. Okay. Also das muss der Hafen sein, an dem Oswald das Seeungeheuer gesehen hat. Irgendwie ist es so ruhig hier und diese ganzen Krähen. Mir läuft eiskalt den Rücken runter. Ich kann nichts Ungewöhnliches erkennen, aber... Lass uns erstmal darüber nachschauen. Oh! Psst, sei leise. Das ist Hillmann. Hey, das ist doch... Herr Hillmann, was machen Sie denn hier? Jungs, was habt ihr euch dabei gedacht, hier so herumzugeistern? Das ist zu leichtsinnig. Schaut euch das hier mal an. Okay. Das sind hässliche Menschen. Dieser ganze Ort ist mit Alias-Agenten überlaufen. Das war knapp. Wir wären ihnen direkt in die Arme gelaufen. Die Anwesenheit der vielen Agenten dürfte bedeuten, dass die Wall Academy Redux in der Nähe des Hafens ist. Das dachte ich auch, aber ich bin durch die ganzen Hafenanlage gestreift und mir ist nichts aufgefallen. Ich habe einem Jungen geholfen, Redux zu entkommen. Selbst er konnte nichts über den Aufenthalt sagen. Also war der unheimliche Mann, den Oswald gesehen getroffen hat, geholfen hat. Ach du, der Oswald geholfen hat. Trainer Hillmann. Das hätten wir auch an der Beschreibung erkennen können. Habe ich schon erkannt. So wie ich Dark kenne, plante das ganze Ding wohl schon lange. Es ist sogar möglich, dass Dark das Ganze schon plante. Bevor er gehaftet wurde, was? Wenn ich richtig liege, dann ist der einzige mögliche Ort, an dem wir Informationen finden können, in der Royal Academy. Genau, Herr Smith. Sollte der Ort nach Spuren untersucht haben, als Dark verhaftet wurde, aber so wie ich Dark kenne, hat er bestimmt bewerkstelligt alles Wichtige vor uns zu verstecken. Marc, ich bleibe hier und suche noch ein wenig nach Hinweisen. Jungs, ich möchte, dass ihr in der Royal Academy nach weiteren Informationen über Redux sucht. In der Royal Academy? Sharp, ist alles klar bei dir? Wenn du nicht willst, dann musst du nicht mitkommen. Nein, mir geht's gut. Lass uns gehen. Royal Academy, ich habe keine Ahnung, was mit ihnen passiert ist, seitdem ich Raimund gewechselt habe. Vielleicht hassen die mich jetzt alle. Du kannst jetzt zur Royal Academy in Tokio gehen. Ja, und die Musik ist immer noch da. Ja, mache ich. Außer, ich will erstmal hier alles untersuchen. Das ist... Truhe. Die Leichtmatrosen. Komplett verarschen. Okay, das war jetzt echt gut gemacht worden, das durch die Lücke zu schießen. Ah. Doppelte Grütsche. So, da haben wir unseren Barrier. Level-up-mäßig, ich glaube, dass wir gut sind gerade. Wenn ich das sagen darf. Wenn nicht, dann sagt es mir. Oh, scheiß Musik da hinten. Die Smoochies. Smoochies. Oder ich mache so Volley. Reingetroffen. Tolles Tor! So muss es sein.
Okay. Aber ganz ehrlich, ich weiß nicht, ob ich das ein gutes Level habe. Wenn ich ein gutes Level habe, sagt es mir. Wenn nicht, dann level ich dann. Okay. Was sagt der Blitz hier? Schnelligkeit trainieren, geht klar. Oh, Level 1. Geil, es hat sich aufgelevelt. Warte, wie sieht es bei den anderen aus? Drehschuss ist auch Level 1. Deswegen, verstehe. Wie sieht es bei den anderen aus? Kann ich verstehen. Aber geil, das Drehschuss ist schon... Okay, geil. Schnelligkeit, 29. Er könnte es gebrauchen. Was machen die jetzt hier? Inwiefern hat das mit Schnelligkeit zu tun? Kann mir das einer erklären? Was bringt es, ins Wasser zu springen? Schickes Armband. Wir können nicht da durch, weil jemand da... Warte, da kann auch eine Truhe sein. Ich wusste es doch. Schnitter. Okay. Okay, mache ich. Okay, mache ich. Dann Karte. Und dann nach Tokio. Zur Royal Academy. Halt! Dies ist die Royal Academy. Durchgang verboten. Entschuldigung, aber könntet ihr den Fußballclub ausrichten, dass Jude Sharp draußen wartet? Jude Sharp? Es tut uns leid, dass wir dich aufgehalten haben. Komm rein. Oh, Sharp. Ich wünschte, mein Name hat so viel Gewicht. Wie mein Körper. Lass uns gehen. Aber ich glaube, es hat andere Gründe, warum wir uns durchgelassen haben. Es scheint, als würde unser Fußballclub eine Art Ermittlung durchführen. Ich habe außerdem gehört, dass Sanford und King nach dem Himmel gegangen sind. Ich frage mich, was da wo sich vorgeht. Sharp, wieso bist du gerade jetzt wiedergekommen? Tut mir leid. Ohne dich ist die Wild Academy von ihrem Weg abgekommen, Sharp. Bist du sicher, dass du nicht zurückkommen willst? Und hier? Orkannebel, willst du mich verarschen? Warum habe ich das denn gekauft? Und 11 in Schlepptau? Was hat hier ein Verlorener? Was ist hier ein Verlorener, der die Royal Academy hintergangen hat? Okay. Sharp! Bloom! Drent! Master! Lange nicht gesehen! Deswegen bist du hier! Es gibt etwas, was ich euch fragen muss. Es geht um die Royal Academy Redux. Hat Dark irgendwelche Hinweise hier zurückgelassen? Jede noch so kleine Sache könnte wichtig sein. Ich wusste, dass du das fragen wirst. Das wusstest du? Es tut mir leid, Dark hat anscheinend alle Notizen mitgenommen, als er von hier verschwand. Wir haben Gerüchte über die Royal Academy Redux gehört, deswegen wollten wir mehr herausfinden, aber dann haben wir den Kontakt mit Sanford und King verloren. Sie haben ihn hier immer recherchiert. Was? Warum hast du mir das nicht früher gesagt? Du kennst Away Dark. Okay, wartet mal. Okay, du kennst Away Dark. Wenn er sie gefangen hält, dann kann man schwer voraussehen, was er mit ihm vorhat. Ich kann das schon, pädophile Sachen. Nur die Ruhe, Sharp. Sie wollten dich bestimmt nur nicht beunruhigen. Entschuldige, wir hätten es gleich sagen sollen. Nein, ich entschuldige mich dafür, dass ich die Fassung verloren habe. Ich hätte euch Jungs denken sollen. Hey, Sharp, was hast du hier verloren? Wer ist das denn jetzt? Hey, komm schon, du solltest dich echt nicht mit Sharp anlegen. Ich bin der Royal Academy nur deinetwegen beigetreten. Ich wollte genauso ein genialer Mittelspieler werden, Mittelfeldspieler wie du sein. Aber als dein Team dann verlor, hast du die Royal Academy verlassen. Du hattest mit Raimon den Ruhm, den du dir immer gewünscht hast. Was glaubst du, wie wir uns dabei gefühlt haben?
Hey, lass das. Sharp ist nicht so einer. Du kannst ihm vielleicht vergeben, aber ich kann es nicht. Genau. Wir sollten ihn nicht verzeihen, oder? Da kommt der nächste Spacken. Wer bist du denn überhaupt? Hey, pass auf, was du sagst. Diese Uniform. Bist du von der Royal Academy Redux? Genau. Du bist wohl einer der ganz Schlauen. Sharpline? Kein Wunder, dass du Darks Liebling bist. Allerdings befindest du dich jetzt in der Gegenwart von Royal Academy Redux, Kapitän Caleb Stormwood. Der Kapitän der Royal Academy Redux? Und jetzt gestatte ich mir, dir etwas zu zeigen, das dich brennend interessiert wird. Hey, kommt rüber, Jungs. Kim, Samford. Lange nicht gesehen, Sharp. Hör, euer Wiedersehen ist wirklich herzergreifend. Hey King, Samford, warum seid ihr denn bei der Royal Academy Redux? Ihr führt doch nicht etwa wieder Darks Befehle aus, oder? Mach dich nicht lächerlich, sie würden niemals zu Dark zurückgehen. Hey, drück dir die Brille etwas aufs Hirn? Du hast ja gehört, was dieser Typ gesagt hat. Sie hassen dich. Wenn ich daran denke, wie du sie sitzen gelassen hast, kann ich ihnen keinen Vorwurf machen. Arme Jungs, arme Jungs. Er lügt. Ich habe niemanden sitzen gelassen. Genau, Sharp würde so etwas niemals tun. Von allen Leuten müsstest du das am besten wissen. Schon gut, Mark. Es ist ja doch etwas dran. Ich war nicht für meine Teamkameraden da, als sie mich brauchten. Ich kann verstehen, dass ihr mich hasst, aber bitte geht nicht wieder zurück zu Dark. Erinnert euch nicht. Der Untergang der Royal Academy lag daran, dass uns Macht am wichtigsten war. Wir wollten nur einen Neubeginn wagen. Wollt ihr denn wirklich denselben Fehler noch einmal machen? Hör auf, so selbstgerecht zu sein. Du wolltest doch Zeus selbst besiegen. Das ist richtig, du hast genau wie wir nach Macht gestrebt. Nachdem Zeus uns besiegte, wie wir in dem Krankenhaus gelitten haben. Woher willst du das denn wissen, wie er es sich angefühlt hat? Du warst damals auf deinem Triumphzug mit Raimund. Du hattest deinen Triumphzug und alles, was wir hatten, war der bittere Schmerz der Niederlage. Solltet ihr nicht mit Sharp reden. Sharp wollte Zeus auch für euch besiegen, deswegen. Es tut mir leid. Sharp. Ich kann es nicht fassen. Der große Sharp von der Royal. Entschuldigt dich. Entschuldigt sich. Tatsächlich. Sharp. Vergebt mir. Ich habe nicht an euch gedacht. Und mich egoistisch verhalten. Ich werde mich sofort, so oft bei euch entschuldigen, wie ihr es verlangt. Aber geht nicht zurück zu Dwayne Dark. Jämmerlich. Oh. Sharp. Halt dich da raus. Das ist eine Sache zwischen mir und ihnen. Oh. Sharp. Oh, mein Kopf fühlt sich so an, als würde er sich gleich platzen. King. Lauf, Sharp. Schnell raus hier. Wenn du ihn jetzt bekämpfst, hast du keine Chance. Er wird uns dazu zwingen, die Spezialtechnik einzusetzen. Klappe. Oh. Erzählt ihm doch gleich alles über unsere Pläne ernsthaft. Heutzutage kann man niemandem mehr vertrauen. Hey, lass deine schwierigen Finger von ihnen. Lass sie gehen. Was in aller Welt hast du mit ihnen angetan? Hast du sie zu einer Gehirnwäsche unterzogen? Gehirnwäsche? Wie beleidigend. Alles, was ich getan habe, war ihren sehnlichsten Wunsch zu erfüllen. Sie wollten stärker werden. Und sie wollten auf einer Höhe mit ihrem internistischen Kapitän sein. Alles, was ich tat, war, ihr Gefühle ein weniger Nachdruck zu verleihen. King, Samford, es tut uns leid, Sharp. Während du weg warst, habe ich es nicht geschafft, das Team zu beschützen, aber ich glaube, in meiner tiefsten Innern wollte ich, dass das passiert. Als der geniale Spielemacher warst du uns immer einen Schritt voraus. Ich habe immer mein Bestes gegeben, um mit dir mithalten zu können. Ich wollte es nur einmal selbst erleben, wie sich die Welt aus deinem Blickwinkel anfühlt. Samford, dieser Wunsch wuchs stetig in mir weiter. Als ich erfuhr, dass dieser Wunsch erfüllt wird, da konnte ich nicht widerstehen. Selbst wenn das die Rückkehr zu Ray Dark bedeutete. Samford! Wie konntest du das nur mit ihren Gefühlen spielen? Was stimmte nicht mit dir nicht? Oh. Boss! Was willst du? Beeil dich! Es wird gerade erst richtig interessant. Sie haben es also gefunden. Das sind wundervolle Nachrichten. Was in deiner Welt?
So, meine Damen und Herren, fertig mit der Vorstellungsrunde. Wie wäre es, wenn wir das in der Royal Academy mittags austragen? Ihr könnt uns beim Hafen im Ehime finden. Wir warten dort auf dich, Herr Ex-Kapitän. Los jetzt, wir haben hier nichts mehr verloren. Alles klar, Caleb. Warte, lass sie gehen. Wie konnte das passieren? Was? Walden und ein paar andere sind schon in Ehime, um zu versuchen, die Royal Academy Readers zu finden. Ich sage ihnen Bescheid, dass ihr auf dem Weg zu ihnen seid. Sie werden euch weiterhelfen können. Hey Sharp, es tut mir leid, wie ich mich benommen habe. Bitte, könnt ihr... Ich weiß schon, ich werde sie alle beide retten. Danke. Sharp, es gibt schreckliche Nachrichten. Die Geheimnotizen wurden aus den Archiven gestohlen. Das waren bestimmt die Typen von Waitax. Was willst du damit sagen, dass... Sharp, was hast du vor? Nichts Bestimmtes. Mal, wir sollten zurück nach Ehime fahren. Wir müssen Hillmann sagen, dass wir Redux am Hafen antreffen können. Diese Spezialtechnik darf unter keinem Umständen angewendet werden. Ah, ich weiß schon, welche Attacke das ist. Ich weiß es schon. Oh, Blog-Eintrag. So, ich werde gleich auch eine Trainingssession einlegen. Nach langer Zeit, ich habe bisher nicht einmal trainiert. Die ganze Sache mit Sanford und Sharp ziemlich mitgenommen. Wir müssen es schaffen, die Wild Academy mittags, um diesen üblen Kerl Ray Duck aufzuhalten. Okay. Karte. Und wir sehen uns das nächste Mal, wenn ich ein bisschen gelevelt habe. Und ciao.